Guten Morgen, herzlich willkommen hier auf der Langensteinbauer Höhe. Das mit dem zur Ruhe kommen kann ich mir eigentlich ja schon sparen. Schön, Sie sind unheimlich diszipliniert, das ist gut. Wir wollen trotzdem einige Augenblicke noch still sein und dann auf ein Vorspiel hören. Thank you.
Wir wollen unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Und ich grüße Sie mit Jeremia 17, Vers 14. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Wie gewohnt, einige Informationen an dieser Stelle. Natürlich gilt auch heute die Information für die Registrierung, die uns ja behördlich vorgegeben ist. Bitte Vor- und Nachname auf Ihr Nummernblatt schreiben und dann am Ausgang abgeben. Und es bleibt immer gleich, falls Sie nicht Gast im Haus sind, Gemeindemitglied oder in der Freundeskreis-Adressenliste, dann brauchen wir auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. Nach dem Gottesdienst können Sie mit Christen ins Gespräch kommen, mit ihnen gemeinsam beten. Dann haben wir heute Abend den Start, Sonntagabend 19.30 Uhr, Montagabend 19.30 Uhr und Dienstagabend 19.30 Uhr, Bibelabend im Evangelischen Gemeindehaus in Langensteinbach. Bibelkonkret, Pfarrer Thomas Hilsberg hat sich vorgenommen, drei Themen, Kriminalgeschichten aus der Bibel. Am kommenden Dienstag ist um 16 Uhr das Forum für Senioren, das Thema die Herrlichkeit Jesu Christi. Einladungen liegen unten aus. Am Mittwoch um 9.45 Uhr ist das Spatzennest und am Abend haben wir zur gewohnten Zeit unsere Bibelstunde. Wir haben diesmal besondere Gäste. Christen helfen Christen, die waren ja schon öfters da und sie geben wieder einen Missionsbericht. Sie haben ihn überschrieben mit Jesus im Dienst für Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie. Also das ist ganz interessant. Information, so der Untertitel über die aktuelle Situation der Christen in Osteuropa und Zentralasien. Am Donnerstag ist dann um 17 Uhr Jungschar und Bibelunterricht und am Freitag um 18.30 Uhr T-Group. Nächsten Sonntag hat den Gottesdienst, was die Predigt betrifft, hier Norbert Rose. Er hat ein Thema aus Maleachi 1, die dunkle Seite der Frömmigkeit. Die dunkle Seite der Frömmigkeit. 49, Chance zum gemeinsamen Gebet im großen Zelt. Und ich soll dann noch daran erinnern, dass nächste Woche, ja von Samstag auf Sonntag, die Uhr umgestellt wird. Beginn der Winterzeit, aber wenn ich das richtig weiß, kann man diesmal nicht zu spät kommen, sondern höchstens zu früh. Das wäre also nicht so schlimm. Dann sitzen Sie schon eine Stunde da und gehen zum Gebet. Aktion Weihnachten im Schuhkarton findet wieder statt und wieder ist die Lahö-Sammelstelle. Infomaterial liegt aus und ab jetzt sofort können die gepackten Schuhkartons an der Rezeption 2 abgegeben werden. Abgabeschluss ist Mitte November, Sonntag, 15. November. Mit einem Lied von Paul Gerhardt wollen wir unseren Gott ehren und loben, die güldene Sonne. Thank you.
Wir hören auf Gottes Wort zum heutigen Sonntag aus Daniel 2, die Verse 40 bis 49. Und das Vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird's ein starkes und zum Teil wird's ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König über die einzelnen Bezirke im Lande Babel, Schadrach, Meschach und Abednego zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Zum Gebet und anschließenden Anbetungschorus lade ich Sie ein, sich zu erheben. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Danke, lieber Herr Jesus, für diese tröstliche Gewissheit, dass er auch über diesem Morgen steht. Danke, Herr Jesus, dass wir dich so kennenlernen durften, so erleben, erfahren durften und du dich in deinem Wort auch darin verbürgt hast, auch ganz persönlich für in unserem Leben. Aber Herr, du kennst uns und du kennst unser Herz, das sich immer wieder von Umständen, Menschen, äußeren Erfahrungen entmutigen lässt, wankelmütig, verzagt wird, angstvoll in die Zukunft schaut. Und darum bitten wir dich heute Morgen, lass dies fest werden in unser Herz, dass wir auf dich uns verlassen dürfen, verlassen können, weil du allein vertrauenswürdig bist. Herr, erhalte uns und schenke uns neu diesen ungetrübten Blick auf dich. Wir bitten dich für deinen Boden, Rainer Wörz, dass du ihm Vollmacht schenkst, ihn umgibst, beschützt, dass er dein Wort uns austeilt und dich als den alleinigen Herrn und Heiland groß macht. Bitte dich auch für unsere Kinder, dass du ihnen das in ihr Herz schenkst heute Morgen, den Samen aufgehen lässt. Denken an deine Gemeinde weltweit, besonders an deine verfolgte Gemeinde. Herr, steh ihnen bei als der gute Hirte, als der Kümmerer, als der Versorger. Wir bitten dich ganz herzlich darum. Bitten dich für die Regierenden in unserem Land, dass du ihnen in dieser besonderen Situation deine Weisheit schenkst. Und so danken wir dir, dass du so jetzt in unserer Mitte bist und bleibst, als der gestern und heute und in Ewigkeit derselbe ist. Amen.
Der Führer des endzeitlichen wiedererstehenden Roms, das Tier der Offenbarung, der Antichrist der johannäischen Briefe, er ist der unumschränkte Herrscher des letzten Weltreichs, ehe der Herr kommt. Und das hat ja Daniel Nebukadnezar schon deuten dürfen, das hat er ja gesehen in den 10:10 unseres Danielschens oder Nebukadnezars Standbild, Traumbild von Daniel 2. Und mit diesem letzten Weltreich vor der Wiederkunft Jesu Christi wollen wir uns jetzt auch im zweiten Teil beschäftigen, aber ich will schon mal auf den dritten Teil auch hinweisen. So umfassend und detailreich diese Weltreiche, oder umfassend ist vielleicht übertrieben, aber so gut und manchmal auch detailreich diese Weltreiche in Daniel 2 und 7 und auch in der Offenbarung skizziert werden, so ist es die Grundaussage doch eigentlich die, es geht dem Gottesreich entgegen. Also wir müssen uns eigentlich nicht so viel mit dem beschäftigen, was da alles noch sein wird, bis es soweit ist, sondern die Hauptsache ist, dass wir dem Herrn entgegengehen und dafür bereit sind. Aber trotzdem gibt ja Gott diese Information und wir wollen doch zumindest im ersten Teil uns damit beschäftigen, aber wie gesagt, dann einen ganz eigenen Gottesdienst machen, auch über das kommende Reich Gottes. Immer wieder weisen ja die Ausleger zu Recht darauf hin, wie parallel und ineinander verzahnt also Daniel und die Offenbarung sind. Ich habe oft gesagt, man könnte eigentlich sagen zu Daniel Offenbarung Teil 1 und dann ist die Offenbarung Teil 2 oder man könnte auch sagen Daniel 1 und Offenbarung ist Daniel 2. Das geht so ineinander über und das kann man auch miteinander nur verstehen. Und wir haben letzte Woche gesehen, wie Gott diesem heidnischen König von Babylon einen prophetischen Traum gibt. Und wir haben auch gesehen, die große Parallelität zu Josef, der ja auch dem Pharao einen Traum deuten darf, ebenfalls die Zukunft betreffend. Aber hier bei Nebukadnezar im 6. vorchristlichen Jahrhundert, sogar ein paar Jahre vorher, wahrscheinlich 602, 603 vor Christus, da darf Nebukadnezar im Traum die Zeiten der Nationen sehen. Und weil letztes Mal einfach auch nicht alle das Schaubild hatten und das auch nicht übertragen wurde, möchte ich da doch noch einmal ganz kurz drauf eingehen. Und Sie haben es jetzt hier auch mit dem Beamer an die Wand geworfen. Ich will das jetzt nicht so ausführlich machen, aber wichtig für das Verständnis ist es, dass Sie erfassen, was die Zeiten der Nationen sind. Die Zeiten der Nationen, das ist die Zeit, die aus Gottes Perspektive so lange währt, solange Jerusalem unter Fremdherrschaft ist und zertreten wird und nicht wirklich autonom, letztendlich nicht wirklich im Gottesreich ist. Das sind die Zeiten der Nation. Und darum verstehen wir auch, warum die 1967 entgegen mancher Erwartung nicht geendet haben. Wir sind immer noch in den Zeiten der Nation. Und wenn Sie dieses Bild sich jetzt anschauen mit den einzelnen Reichen, die da nacheinander kommen, da mag der ein oder andere vielleicht sagen, ja, aber hallo, es gibt doch noch viel mehr Weltreiche. Ich habe da mal was gehört von den Hunnen, von den Mayas, von den Azteken, dann haben die Chinesen große Reiche gehabt. Es sind Weltreiche, die Bezug haben zu Israel, Jerusalem und damit zur Heilsgeschichte. Alle anderen Reiche, die gab es auch, aber die werden nur summarisch erfasst. Hier geht es um Weltreiche mit heilsgeschichtlicher Bedeutung, mit Bedeutung und Bezug auf Israel, der Völkerwelt in der Geschichte mit dem auserwählten Gottesvolkes. Also der Herr kennzeichnet diese Zeiten der Nation in Lukas 21, Vers 24. Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nation erfüllt sind. Das ist irgendwie seltsam, wir haben es letztes Mal schon beachtet, aber ich will das eine oder andere doch um des Verständnisses willen wiederholen. Man könnte doch sagen, ja, aber Israel hat doch jetzt die Herrschaft über den Tempelberg. Ja und nein, denn sie haben freiwillig diesen Berg wieder sozusagen muslimische Oberherrschaft zurückgegeben und nicht einmal die Vereinbarung, die eigentlich 67 oder wann die Rückgabe war, vielleicht auch 68, so weiß ich jetzt nicht, vorgesehen hat, wird eigentlich von muslimischer Seite erfüllt. Eigentlich war vereinbart, alle dürfen hoch, also auch Juden und Christen natürlich, Muslime sowieso, dürfen dort oben auch beten und auch ihre heiligen Texte lesen. Aber ich habe schon darauf hingewiesen, das probieren Sie jetzt mal.
Sie kriegen nicht mal, wenn der Sicherheitsdienst aufmerksam ist, eine Bibel mit auf den Tempelberg. Wird ihnen abgenommen. Gut, mit dem Smartphone haben sie ja heute ein Problem. Da hast du auch eine Bibel drauf. Aber weh, sie sehen, dass du aus den Schriften zitierst oder du betest als Nicht-Muslim. Also, Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Jetzt schauen Sie sich dieses Bild an, das Haupt aus Gold, das ist ja das neubabylonische oder das babylonische Weltreich. Sie haben die geschichtlichen Jahreszahlen immer nebendran stehen. Und das geht bis zu den 10 ganz runter. Das sind alles Zeiten der Nation. Das sind also roundabout 2500 Jahre, ein bisschen mehr, 2600 Jahre. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Der Stein, der alles zerschlägt, Jesus Christus, der ist noch nicht gekommen. Ich habe noch einmal Ihnen diese 5 Grundaussagen, die man an diesem Standbild festmachen kann, kurz gefasst mitgebracht. Erstens, Geschichte ist von Gott geweissagte und gelenkte Geschichte. Das ist so tröstlich. Die Dinge laufen nicht irgendwie. Ob nun Trump oder Biden Präsident wird, das liegt in der Hand Gottes. Wie lange das mit der Corona-Pandemie noch so läuft, sich zuspitzt oder entspannt, ob es eine Wirtschaftsdepression gibt oder nicht, das liegt in der Hand Gottes. Das ist sehr tröstlich, denn es geschieht nichts, was nicht an Gott vorbei muss und was nicht letztendlich Gottes Plan dient. Und auch nicht mehr. Geschichte ist von Gott geweissagte, gelenkte Geschichte. Zweitens, alle Weltreiche sind limitiert, zeitlich begrenzt. Drittens, entgegen der profanen Geschichtsschreibung nimmt der Wert der Metalle und damit also sozusagen der Glanz und die Herrlichkeit ab. Es ist eine innere Fäulnis eigentlich da. Und dann kommt der wichtige und der wichtigste Punkt, der 4. und der 5. Der Herr wird kommen, alle Reiche zu zerstören und sein ewiges Reich mit seinem zweiten Kommen aufzurichten. Jetzt mögen die einen oder anderen sagen, wieso heißt denn, wenn Sie genau gelesen haben, er zerstört alle Reiche? Gibt doch am Ende nur noch die 10. Aber schauen Sie, das ist ein bisschen ein Geheimnis. Wir werden vielleicht noch drauf kommen. Alle Elemente und alle Geistesströmungen sind in den 10 und in den letzten Reichen verborgen, sind enthalten, sind aufgenommen. Wir haben sozusagen in diesem 10-10-Reich das Gegenmodell des Teufels gegen das Gottesreich. Komprimiert ist die ganze Welt da vertreten. Und komprimiert ist die ganze Welt in Jesus Christus durch Kreuz und Auferstehung enthalten und auch auf eine geheimnisvolle Weise, ich habe gestern in der prophetischen Woche ein bisschen drüber gesprochen, im Gottesvolk. Denn der Galut, die Zerstreuung unter alle Völker hat auch dazu geführt, die sind ja auf über 150 Nationen schon zurückgekehrt und ist ja noch gar nicht abgeschlossen, hat auch dazu geführt, dass das jüdische Volk quasi die ganze Welt blutmäßig, aber auch kulturell, geistig in sich aufgenommen hat. Sodass, wenn Sie heute nach Jerusalem kommen, sozusagen wirklich die ganze Welt versammelt ist, der ganze Kosmos in einem Mini-Kosmos, der alles repräsentiert. Und das prallt am Schluss auch aufeinander. Also die Zeiten der Nationen, Babylon, Medo-Perser, Griechen. Dann sage ich noch einen Satz zu diesem komischen vierflügeligen und vierköpfigen Leoparden. Den gibt es nicht im Karlsruher Zoo. Nicht einmal in Berlin gibt es so ein Tier, obwohl es da viele seltsame Dinge gibt in Berlin. Nein, das ist ein Fabeltier, weil als Alexander der Große gestorben ist, 323 vor Christus in Babylon, wurde sein Reich unter seine Generäle mit Auseinandersetzungen und Kriegen zerteilt in 4 Diadochenreiche. Deswegen 4 Köpfe und 4 Flügel. Und jetzt kommt Rom. Rom sind die Eisenbeine, Rom sind auch die Füße, Rom sind auch die Zehen. Und das mag für den einen oder anderen erstaunlich sein, denn nach der biblischen Prophetie gibt es ein wiedererstehendes römisches Reich. Das muss nicht unbedingt so heißen, nicht dass Sie sagen, sehr einfach, ich warte jetzt einfach, bis Rom wieder da ist und dann so eine Art Cäsar, dann weiß ich Bescheid. So einfach laufen die Dinge nicht, es geht um das Wesen, um den Geist.
Aber das ist jetzt sehr wichtig, und das hat das Judentum eben auch nicht verstanden zur Zeit Jesu, dass dieses vierte Reich drei Phasen hat. Erste Phase, das antike Rom, das nachher in zwei Beine, Eisenbeine geteilt wurde, ab 395 Ost- und Westrom, kulturgeschichtlich, politisch, Konstantinopel, Zarenreich, Moskau, drittes Rom, orthodoxe Kirche, am Westen anderes Bein, lateinische Kirche, Karl der Große, Heiliges Römisches Reich, deutscher Nation und so weiter bis zum Dritten Reich. Aber die Füße sind da, aber eben noch nicht die zehn Zehen. Also die erste Phase ist das antike Rom, die Beine. Dann haben wir eine zweite Phase, eine verborgene Phase, das ist Rom bis heute. Da muss man Augen, ja, oder sagen wir mal, man muss etwas Verständnis für die Geschichte haben, auch von Gottes Wort her. Dann sieht man, dass Rom in Ost und West bis heute fortdauert. Und dann berichtet die Bibel von 10 Zehen in Daniel 2 oder von den 10 Hörnern in Daniel 7 und Offenbarung 13 über ein zukünftiges, endzeitliches, antichristliches Rom. Die Eisenbeine, da heißt es, hart wie Eisen, zermalmt alles, zerschlägt alles, zerbricht alles. So wird dieses vierte Reich alles zermalmen und zerbrechen. Ich habe ihn aus Zeitbilder der Kirchengeschichte von einem Professor Klein von 1930 mal ein Zitat mitgebracht. Und ich finde, der hat sehr gut diese Eisennatur des antiken Roms zum Ausdruck gemacht. Ausdruck gebracht, so heißt es richtig. Eine Herrschergestalt, wie sie noch nie gewesen war und seitdem nie wiedergekehrt ist. Cäsaren, vor denen sich Millionen anbetend in den Staub warfen. Legionen, deren Eisentritt die Gewaltigen der Erde erzittern ließ. Gesetze, die in Herz und Gewissen der Völker sich für alle Zeiten wie Naturnotwendigkeiten eingegraben haben. Bautenhaft, so riesenhaft, so kühn, dass noch vor ihren Ruinen der Atem stockt und der Traum sich besiegt weiß. Eine Pracht von Gold und Marmor, deren Trümmerstücke heute alle Museen füllen und das unerreichbar Schönste sind, was wir besitzen. Eine Sprache, die wuchtig und geschlossen, gleich granitenen Quadern Wort an Wort fügt. Eine Rücksichtslosigkeit ohnegleichen, gewohnt erbarmungslos alles niederzutreten, was ihr zuwider war. Ein einziger ungeheurer Wille zur Macht, das war Rom. Eisen, Imperialismus, Weltbeherrschung. Wer sich in den Weg gestellt, wird platt gemacht. Also hier haben wir die erste Phase. Dann haben wir eine zweite Phase, in der sind wir immer noch drin. Das sind die Füße aus Ton und Eisen. Ich weiß nicht, Sie haben es ja auch auf Ihrem Textblatt, da sehen Sie es vielleicht besser als hier am Beamer. Wenn Sie die Füße anschauen, dann sind die ja nicht nur aus Eisen, sondern sind Eisen und Ton gemischt. Das heißt, sie haben etwas von der Härte des Eisens und etwas von der Weichheit des Tones. Und hier in dieser zweiten Phase haben wir sozusagen mit Rom in der mittelalterlichen europäischen Geschichte zu tun. Nun, wenn ich das so sage, müssen Sie sagen, ja, der mit seinem Europa, aber die Welt ist doch viel größer. Schauen Sie, wir haben schon gestern darauf hingewiesen, die USA, Südafrika, Australien und diese Länder, das sind alles ursprünglich ausgewanderte Europäer. Also dem Grunde nach hat sich das nur ausgedehnt. Dass die Kulturen sich jetzt da völlig vermischen, das ist auch eine endzeitliche Erscheinung. Aber die Amerikaner sind ursprünglich und die Kanadier sind natürlich ursprünglich Europäer. Australien war eine Gefangeneninsel der Engländer und Südafrika, da waren die Buren und so weiter. Also das Europa hat sich nur ausgedehnt. Also Füße aus Ton und Eisen, stark wie Rom und doch irgendwie schwach. Und sie haften nicht richtig aneinander. Man hat immer wieder versucht, das Reich wiederherzustellen durch Kriege, durch Heiraten, es hat bis heute nicht geklappt, aber es wird in der dritten Phase, die in der Schrift prophezeit ist, klappen. Es gab ja mindestens zwei, die das sehr weit vorangeschritten sind, aber nur für ganz kurze Zeit. Napoleon, gewaltsam, der Herr Europas, aber es war auch nicht lange.
Und dann natürlich der kleine Österreicher aus Linz, der hat auch das tausendjährige Reich errichtet, aber das ging keine tausend Jahre, sondern auch nur ein paar Jahre. Bis heute haben wir es mit einem geteilten Reich zu tun. Und dann berichtet die Schrift von einer dritten Phase. Also das ist wichtig heute Morgen. Zeiten der Nation müssen Sie verstehen. Und dass das vierte Reich, ehe der Messias kommt, drei Phasen hat. Das ist nicht so schwer, oder? Sagen Sie doch mal einfach, ja, was soll ich denn sonst machen? Ja, interessant ist, das sage ich in Daniel 7, das nur in Klammern bemerkt, gesagt wird, zur Zeit des vierten Reiches wird der Messias kommen. Und tatsächlich kam er ja in Phase 1, als Augustus die Zählung veranlasst hat. Da war da und die Juden haben ihn aber schon als den erwartet, der das Reich aufrichtet. Er kam aber als Lamm, um die Schuldfrage zu klären. Aber er kommt tatsächlich auch nochmal zur Zeit des Vierten Reiches, aber in der dritten Phase, nämlich dann in Macht und Herrlichkeit als Pantokrator, der dann die Machtfrage auch klären wird. Also diese dritte Phase, die noch vor uns liegt, aber wir sind in der Zeit, wo das Ganze entsteht, sind dicht, nahe herbeigekommen, dieser Zehnerbund. Ich möchte Ihnen noch mal ganz kurz den Colossus Monarchicus von 1730 zeigen. Da mache ich einfach deswegen, damit Sie sehen, das sind Gedanken, die sind Jahrhunderte alt, die sind eigentlich sogar Jahrtausende alt. Schon das Judentum hat das Vierte Reich auf Rom gedeutet. Aber hier in diesem mittelalterlichen Standbild haben Sie, wenn Sie mal im Internet nachschauen, da findet man dann Bilder, da kann man die Schrift dann auch lesen, aber da hat man schon versucht, alles so reinzuschreiben mit den einzelnen Herrschern der einzelnen Reiche, wie wir das jetzt so gesagt haben. Interessant ist, und damit können wir dann die Beamer-Phase auch beenden, aber noch der Fußbereich, da haben wir letztes Mal darauf hingewiesen, dass in den Zehen Germania, Hispania, Italia, Anglia, Gallia, also jedenfalls beim linken Fuß auftauchen, also insgesamt dann zehn zentrale europäische Staaten. 200 Jahre schon her, diese Deutung, und geht auf die Reformationszeit zurück und wie gesagt im Judentum seit Jahrtausenden wird es so sehen. Gut, dann können wir den Beamer schließen. Sie können ja, wenn Sie da immer wieder reinschauen wollen, in Ihr Textblatt schauen, aber wir wollen jetzt uns noch einmal vergegenwärtigen, dass wir ganz nah vor den zehn Seen stehen, der Enggestalt des Weltreiches. Gerade, fast hätte ich gesagt, wird vor unseren Augen, gell, wenn ich nah sage, dann meine ich natürlich nicht morgen oder übermorgen. Kann alles ganz schnell gehen, kann sich aber auch hinziehen. Das ist ja, die Endzeit wird mit Wehen verglichen. Und das Schwierige ist ja oft, dass die Wehen manchmal schon recht heftig sind und dann hören sie wieder auf. Ich habe Ihnen vielleicht schon mal erzählt, ich war ja bei der Geburt meiner Kinder dabei. Das treibt dich ja schier zur Verzweiflung. Denkst endlich, es geht los und dann geht es wieder nicht los, dann hört es wieder auf und so. Also das ist, aber wenn es dann losgeht, das merkt man dann auch. Ja? Also vor allem die Frau merkt es, aber ich habe es auch gemerkt. Ja? Und das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe aber den Eindruck, die Dinge beschleunigen sich, die Waschmaschine erhöht die Drehzahl. Im Judentum sagt man, die Welt ist Meschugge, also Jiddisch, Meschugge, alles Balagan, alles ein großes Durcheinander. Und es wird immer schlimmer. In diesem letztzeitlichen Rom der dritten Phase, den zehn Seen, spielt Europa, der Nahe Osten, die Levante mit Israel eine besondere Rolle. Und es ist erstaunlich, wenn Sie sich die alttestamentlichen Propheten anschauen und dann von Mizraim, Ägypten und von Persien und ich sage jetzt mal gleich unsere Bezeichnung, Iran, Irak, Türkei und so weiter berichtet wird, die ganzen Mächte sind wieder da. Früher hat man gedacht, naja, das sind hauptsächlich, ja, also das ist eine Art Metapher. Also so wie es damals war, so in ähnlich, aber in anderen Regionen oder zumindest in größeren Regionen wird sich das wieder abspielen. Und je länger, je mehr habe ich den Eindruck, das ist buchstäblich wieder der Fall. Sie sind alle wieder da, als hätte die Welt 2000 Jahre einen Kreis gedreht, um jetzt wieder die Bühne aufzubauen, wie sie vor 2000 Jahren beim ersten Kommen Jesu auch waren, natürlich technisierter, natürlich schneller und umfassender, aber dem Wesen und dem Grunde nach doch wieder ganz ähnlich. Wir leben also in der Zeit der Wehen,
Die Weltbühne wird bereitet und das antichristliche Reich steht in den Startlöchern. Aber die Wehen, die der Herr erwähnt, das ist eine Zeit der Wehen, da geht es nicht um die Geburt des Bösen, sondern da geht es um die endzeitliche Wiedergeburt oder endzeitliche, erstmalige, völkische, geistliche Geburt Israels. Ein Volk wird geboren, kommt zum Glauben an den Messias Jesus durch die Drangsal und durch die Wehen der Endzeit. Ich habe in den Bibelstunden und auch sonst schon immer wieder jetzt darauf hingewiesen, wir sind noch nicht in den Presswehen. Da wird also viel Unruhe gemacht, sondern wir sind immer noch in der Zeit, auch mit Corona, der Senkwehen, der Vorbereitung der letzten Dinge. Allerdings, sowohl bei Christen als auch bei Juden, ist es wie im ersten Jahrhundert, die Zeit ist schwanger vor Messias-Erwartung. Da habe ich Ihnen letztes Mal versprochen, dass ich Ihnen ein paar Zitate mitbringe oder ein paar Aussagen aus dem Judentum. Die Erwartung im Judentum ist ja, dass der Messias kommen wird und dass er umfassenden Shalom, Frieden machen wird. Also man sieht den salomonischen Frieden ist das Vorbild. Frieden, erstens dreifacher Frieden unter den Völkern zwischeneinander, also dass da kein Krieg ist. Zweitens in Israel unter den Juden keine Auseinandersetzung. Und drittens zwischen den Völkern und Israel. Und deswegen sagen auch die frommen Juden, Jesus kann ja gar nicht der Messias gewesen sein, denn wenn Jesus der Messias wäre, dann müssten wir doch jetzt im Friedensreich leben. Aber sie sehen eben nicht, was auch recht verborgen im alten Bund schon angedeutet wird, dass der Messias zweimal kommt und dass dazwischen eben das Geheimnis der Gemeinde läuft und beim zweiten Kommen erst die Machtfrage gelöst wird und das Friedensreich aufgebaut wird. Maimonides, einer der bekanntesten jüdischen Gelehrten, hat in seinem 12. Glaubensartikel festgeschrieben, ich glaube mit voller Überzeugung, also jetzt sind wir im 12. Jahrhundert, ich glaube mit voller Überzeugung an das dereinstige Kommen des Messias und ob er gleich säume, so harre ich doch jeden Tag auf sein Kommen. Und im jüdischen Gebetsbuch wird bis heute gebetet, er schickt am Ende der Tage unseren Gesalbten zu erlösen, die auf das Endziel der Erlösung harren. Nun, nach jüdischer Vorstellung besteht die Aufgabe des Messias, Messias ist ja nur aus dem hebräischen Mashiach, abgeleitet der Gesalbte. Und griechisch Christos, und da kommt latinisiert unser Christus her. Also Christus und Messias ist dasselbe. Das sind nur unterschiedliche Sprachen. Der Gesalbte. Und nun, im Judentum besteht die Aufgabe des Messias in der völligen Durchsetzung der Gottesherrschaft. Auch in den Völkern mit eisernem Zepter. Es gibt ein weiteres Gebet, da heißt es, täglich wird das gebetet, nur dass Sie mal einen Eindruck bekommen, wie sehr fromme Juden auf das Reich warten. Sie glauben übrigens, sie können die Ankunft beschleunigen, je toratreuer sie sind. Und es gibt im Judentum eine Aussage, wenn nur einmal alle Juden den Sabbat halten würden, käme der Messias. Also Sabbat steht hier pars pro toto für Tora-Treue, Tora-Observanz. Das tägliche Gebet, der Barmherzige beglücke uns mit den Tagen des Messias und dem Leben der zukünftigen Welt. Rabbi Shlomo Raskin sagt in einem Vortrag, wir leben, jetzt hat er das gesagt, wir leben in der letzten Generation, in der Messias kommt. Er lebt in Frankfurt. Ein amerikanischer Rabbi, Rabbi Mendel Kessin, the Messiah is around the corner, also der Messias steht vor der Tür. Rabbi Nissan Dofi Dubov aus London, der Messias ist bereit zu kommen. Sie nennen ihn Moschiach, warum leuchtet mir auch nicht ganz ein, das kommt aus dem Aramäischen, aber auch das Gleiche. Die Juden, so sagt er, erwarten das Kommen des Moschiachs jeden Tag. In unseren Gebeten gibt es viele Stellen, wo wir Gott darum bitten, die messianische Zeit einzuleiten. Selbst an den Türen zu den Gaskammern sangen viele Juden das Lied Anima Min, ich glaube daran, dass der Moschiach kommt.
Und jetzt finde ich interessant, und damit will ich diesen Blick in die jüdische heutige Welt dann auch beenden. Maimonides hat gelehrt, wenn dieser Messias kommt, dann wird er außergewöhnliche Qualitäten haben. Also er wird sofort auffallen durch die Gabe und die Gnade Gottes, die auf ihm ist. Und jetzt passen Sie auf, und das spielt für das Endzeitgeschehen noch eine Rolle. Man wird ihn auch daran erkennen, dass er tatsächlich den Tempel wieder erbaut und alle Juden zurückbringt ins Land Israel. Und jetzt sage ich Ihnen, da sagt der Herr, lasset euch nicht verführen. Denn erst kommt der Falsche und dann komme ich, so der Herr. Und was macht der Falsche? Er baut und ermöglicht den Tempelbetrieb. Und da werden sie genau ihm auf den Leim gehen. Johannes 5, Vers 43 heißt es, mich habt ihr nicht angenommen, aber es wird einer kommen in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Also das ist sehr, sehr problematisch. Sie sprechen übrigens interessanterweise, obwohl sie das Neue Testament ja nicht als heilige Schrift nahmen, auch von Geburtswehen des Messias. Und im Talmud wird die Zeitspanne vor der Ankunft des Messias als turbulent. Man spricht von einer Weltrezession, man spricht von einem Chaos. In den Regierungen sitzen Despoten, und in solch einer schwierigen Zeit wird der Messias kommen. Wir leben in spannenden Zeiten. Finden Sie auch? Mitten im Fußbereich, kurz vor den Zehen. Interessant ist, wenn wir noch zwei, drei Blicke auf das babylonisch-antichristliche Weltreich, das ja im Standbild Nebukadnezars zu finden ist, uns anschauen, also die dritte Phase vor allem, dann greift auch die Offenbarung zum Beispiel in Kapitel 17, Vers 8 die drei Phasen auf. Da heißt es, das Tier. In der Offenbarung wird der Antichrist und das widerstehende Rom als Tier, als Bestie, als Bestiam bezeichnet. Also griechisch eigentlich Therion, ein Raubtier. Aber es hat auch Lammesgestalt. Also von außen ist ein niedliches Tier, ein liebevolles Tier, ein gewinnendes Tier, eins, das man streicheln möchte, das man in den Arm nehmen möchte. Aber es trägt die Bestie in sich. Das ist der Charakter, der verborgene Charakter. Das ist das Bild der Offenbarung. Und nun, das gilt sowohl für das letzte Haupt, den Antichristen, als auch für das Reich als Ganzes. Das Tier, das du gesehen hast, erstens ist gewesen, Antike. Zweitens ist jetzt nicht, weil es jetzt verborgen ist, zweite Phase. Drittens wird wieder aus dem Abgrund aufsteigen und dann letztendlich durch die Wiederkunft Jesu in den Abgrund, in die Verdammnis, in den Abyssus fahren. Roger Libby, gemäß der Offenbarung wird das römische Weltreich wieder erstehen, das heißt, die westlichen Mächte werden sich zusammenschließen. Die Führung wird in der Hand eines Diktators liegen. Dieser kommende Führer wird seine Macht in Verbindung mit 10 Vasallenfürsten ausführen. Und dann führt er eben auch zwei besondere Wehen an. Seit 1882 ist Endzeit, seit der ersten Einwanderungswelle nach Israel, infolge der Pogrome durch die Romanows im Zarenreich. Aber zwei ganz besondere Wehen, also die einen ganz besonderen Schub in die Endzeitentwicklung gegeben haben, waren die beiden Weltkriege. Das waren große Zäsuren. Und wenn man die Bibel richtig versteht, gibt es noch mindestens einen weiteren ganz großen Krieg. Und dann sieht die Welt wieder total anders aus. Also im Ersten Weltkrieg, noch 20 Jahre vorher, hätte doch keiner gedacht, dass in wenigen Jahren alle Monarchien mehr oder weniger weggefegt sind. Und dann hat man gedacht, man hat es überstanden. Die goldene Zeit der Weimarer Republik, dann kam die Wirtschaftsdepression, Börsencrash, die Amerikaner ziehen die Gelder ab, Deutschland 6 Millionen arbeitslose Männer, dann kam die braune Soße. Und danach war die Welt wieder total anders. Kriege und andere Katastrophen sind Beschleuniger, sind intensive Wehephasen. Also ganz am Ende sehen wir, dass ein 10-10-Reich, der Antichrist mit 10 Unterkönigen sein wird. Der Machbarkeitswahn des Faber Mundi, des Menschen, der die Welt beherrscht und gestaltet ohne Gott, findet sozusagen seine Kulmination, seinen Höhepunkt. Der endzeitliche Turmbau zu Babel.
der Machbarkeitswahn. Wenn wir nur zusammenhalten, wenn wir endlich nationale Egoismen überwinden, wenn wir endlich die Kulturen verschmelzen, wenn wir endlich One World, eine Menschheit sind, wenn wir endlich unsere Kräfte bündeln, dann schaffen wir das. Gott wird nicht erwähnt und Gott braucht es auch nicht. So ist kein Wunder, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die europäische Einigung, Churchill hat ja gesagt, Europa muss wieder auferstehen, schon 1946. Der Traum ist immer noch, Vereinte Nationen von Europa ist wie eine heilige Kuh. Das ist ganz seltsam. Dann gab es 1954 die römischen Verträge. Dann gab es, Ältere mögen sich noch erinnern, die Montanunion, die EWG, EU bis heute im Europa der 27. Am Ende werden es in irgendeiner Weise 10 Bereiche sein, die von 10 Unterkönigen, 10 Vasallenfürsten geführt werden. Aber drüber steht das Tier, das endzeitliche Tier. Und das Reich hat Panther, Bärenfüße, ein Löwenrache. Und es hat auch Elemente des vierten Tiers. Es hat Elemente aller Weltreiche, die vor ihm waren. Paulus warnt, dass vor dem Messias der Sohn des Verderbens kommt. Wissen Sie, was die Hauptbotschaft der Endzeitrede Jesu ist? Also außer, dass es dem Gottesreich entgegengeht und dass man Geduld, Ausharren, Dienstbereitschaft, Diensteifrigkeit haben soll, dass man dranbleiben soll, ist die Hauptbotschaft, lasst euch nicht verführen. Wenn Sie einen Menschen schätzen und der warnt Sie vor etwas, dann nehmen Sie die Warnung ernst, stimmt's? Aber wenn ich einen Arzt schätze und der sagt, du, da muss man aufpassen. Da muss man echt aufpassen, das müssen wir überprüfen. Dann tut man ja gut daran, auf diese Warnung oder diese potenzielle Gefahr zu hören. Und der Herr ruft uns zu, lasst euch nicht verführen. Seid wach, lasst euch nicht verführen. Haltet die Augen offen, bleibt beieinander. Bleibt am Wort, bleibt im Gebet, bleibt im Dienst. Paulus berichtet auch von dieser Sache, dass dieser Sohn des Verderbens sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott und sich auch göttlich anbeten lässt. Also wir sehen, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, der Bosheit, so nennt es Paulus, kommt immer mehr zu seiner vollen Ausreife. Infolgedessen wird die Welt immer liebloser, immer kälter, immer streitsüchtiger. Unfrieden, Krieg, Auseinandersetzung, also nicht nur auf völkischer Ebene. Wissen Sie, wo der Friede anfängt nach der Bibel? In der Familie. Wie willst du die Welt befrieden, wenn du im engsten Umfeld nur Krieg und Auseinandersetzung hast? Aber es geht noch tiefer. Wo fängt der Friede in der Welt an? Im Herzen. Im Herzen. Und da kann nur der Herr zur Ruhe und zum Frieden bringen. Und aus diesem zur Ruhe und im Frieden gebrachtes Herz, inneres Wesen, innere Persönlichkeit, kann Shalom, Friede im näheren Umfeld werden. Also der Herr geht von innen nach außen. Und die Welt, wenn sie dann am Ende sagt, ehe das große Verderben kommt, Friede und Sicherheit, das ist ein aufoktroyierter, ein Pax Romana der Endzeit, durch die Macht der Verhältnisse, durch die Macht der Staatsmacht. Es ist nicht von Herzen. Bei den Nationalsozialisten war auch im gewissen Sinn Ruhe im Schuhkarton. Aber das war nicht, weil alle einverstanden waren oder weil alles gut war, im Gegenteil. Friede im Herzen. Aber leider wird es immer liebloser, kälter, streitsüchtiger, auch in den Gemeinden. Es ist interessant, dass die Bibel, ich habe mich lang innerlich dagegen gewehrt, davon spricht, dass die Liebe, nämlich die Gottesliebe, die eigentlich nur die Gotteskinder haben, weil sie ausgegossen ist in ihre Herzen, immer mehr erkalten wird. Das heißt, man streitet auch in der Gemeinde mehr. Corona lässt grüßen. Wenn du früher einen veritablen Streit unter Christen in der Gemeinde, im Hauskreis haben wolltest, nur Thema Taufe und Abendmahl. Es gibt auch noch ein paar andere Themen, ist mir schon klar. Und schon ging es los. Heute musst du nur sagen, weißt du, ich sehe das mit Corona so. Ja? Ich finde es so schön, dass Andreas Schäfer
für unseren Konferenzbetrieb und auch für die Gemeinde so eine schöne Formel gefunden hat. Er sagt, wichtig ist in diesen Zeiten nicht Recht haben, sondern Liebe üben. Also ich meide das auch, soweit es geht. Klar, man kann sich mit bestimmten Leuten unterhalten, das geht, aber mit den meisten geht es schon nicht mehr, weil er irgendwelche Fronten, und das soll ja auch das Wort dann nicht irgendwie unterdrücken oder verhindern, dass es angenommen wird. Recht haben, Angst machen, Panik erzeugen, sind weit verbreitet. Manches ist zutreffend, aber es ist auch nötig. Es ist unsere Aufgabe. Je schriller jemand schreit, desto mehr Aufmerksamkeit hat er. Ich habe gelesen, ein Pastor aus Montana, USA, sagt, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch sagt, aber er hat es zumindest gesagt, die Maskenpflicht ist wie das Annehmen des Mahlzeichen des Tieres. Es ist die 666, wer Maske trägt, ist vom Glauben abgefallen. Gut, dann säßen hier ja nur abgefallen, oder hat sie einer reingemogelt ohne Maske heute. Der findet natürlich Aufmerksamkeit. Andere haben gesagt, ich sag dir, die Impfpflicht kommt, und sie kommt mit einem geheimen Chip, und das dürfen wir auf keinen Fall uns impfen lassen. Bitte verschonen wir uns nachher mit Diskussionen, ob Impfpflicht oder nicht, darum geht es nicht. Aber das ist etwas, was Panik, Angst macht, Mahlzeichen des Tieres. Ich habe einen wunderbaren Aufsatz eines Schweizer Pastors bekommen. Er bekommt, wie wir auch, viele E-Mail-Brandbriefe, ist ein Twitter-Gewitter. Das habe ich nicht, weil ich bin nicht bei Twitter. Aber ich kriege auch mit, ganze Schlachten werden im Netz unter Christen geschlagen. Und er schreibt, der Dauerbeschuss meiner Mitchristen stieß mich ab, obwohl ich ihnen von der Sache her meistens recht geben würde. Aber der oft schrille Ton und der, ob bewusst oder unbewusst, Unwillen allen gegenüber, die nicht so sind wie wir, war und ist zermürbend. Wenn man die Flut der Texte betrachtet, die in Jesu Namen durch das weltweite Netz rauschen, so scheint es eher, als müssten wir eine traurige Korrektur vornehmen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Panik, Zorn und Angst untereinander verbreitet. Das Geschäft mit der Angst läuft gut. Wer am lautesten schreit, sich am weitesten aus dem Fenster lehnt, erhält viele Follower, Fans, Leser und Anhänger. Endlich sagt es einer. Endlich sagt es einer. Wird doch nur gelogen und betrogen, aber endlich sagt es einer. Eine tiefe Sehnsucht. Und das soll uns in der Schlussgeraden mit der Frage konfrontieren, wie reagieren wir innerlich auf diese Herausforderung? Ich verstehe, wenn man Angst bekommt. Ich weiß auch, was Angst heißt. Ich weiß auch, was Zukunftsangst heißt. Man kann auch wütend, man kann auch zornig werden. Aber was ist die richtige Reaktion auf die Ausgestaltung hin zum 10-10-Reich, wo ja die Lüge und die Demagogie und die Verführung Kernelemente sind? Es wird immer härter und egoistischer. Ich bin jetzt 56, aber ich meine schon, den Unterschied zu meiner Jugendzeit feststellen zu können. Neulich saß ich im Flieger, da ist mir auch wieder sowas passiert. Du regst dich auf und wirst wütend und bist versucht, die Ellbogen einzusetzen. Und gleichzeitig denkst du, wenn das in unserer Gesellschaft so weitergeht, oder die Kriege, die Schlachten, die auf den Autobahnen geführt wird, da spreche ich mal hauptsächlich die Männer an, was bei eBay verkauft. Der Erste, der sich gemeldet hat, ich sage es verkürzt, Betrüger aus England. Die Nächste, die sich gemeldet hat, Betrügerin aus Deutschland. Ich habe gesagt, gibt es denn niemand mehr, dem man vertrauen kann? Einfach nur sagen kann, ich gebe dir eine ehrliche Ware, habe die Mängel gesagt, einen fairen Preis, du gibst mir das Geld. Handschlag gilt. Die Gesellschaft kommt außer Rand und Band. Und wenn man in die Politik schaut, dann hat man ja manchmal den Eindruck, hier werden ganze Länder an die Wand gefahren. Und es beschleicht einen das Gefühl der Ohnmacht, aber auch Wut und Zorn. Und je älter man wird, Zukunftsangst und Resignation. Und die Gefahr ist, dass man liebloser wird, dass die Liebe erkaltet, dass man aufrüstet.
dass man aggressiver wird oder resigniert. Weil die Ungerechtigkeit, die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wachsen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. In der Vulgata, der lateinischen Übersetzung, taucht das Wort gefrieren auf. Gefrieren ist nicht gerade Wärme, Liebe und Nähe. Das ist, lass mich bloß in Ruhe, stacheln, fass mich nicht an. Wenn Sie wach sind, also ich hoffe jetzt sowieso, aber grundsätzlich geistlich, dann nehmen Sie die zunehmende Verdunklung, ja Verfinsterung wahr. Es ist wie eine Glocke, die auf unserer Welt liegt, die einen auf der Seele drückt und man spürt es fast körperlich. Und es nimmt zu. Es erzeugt auch eine diffuse Angst. Irgendwo spürt man, da ist was im Gange. Ich meine nur nichts etwas Richtung Verschwörung oder so, das meine ich nicht, sondern es ist etwas Großes in dieser Welt im Gange. Das kann einem Angst machen. Man kann darunter leiden. Als Armin Mauerhofer da war, hat er mir am Tisch erzählt, wenn einer sagt, so schlimm wie heute war es noch nie, dann antwortet er gern, doch, in Sodom und Gomorra. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es tut von Herzen weh. Von Lot heißt es, den gerechten Lot, der durch den ausschweifenden Lebenswandel der Zuchtlosen geplagt worden war. 2. Petrus 2, Vers 7. Wenn man weiß, was diese Zustände und Verhältnisse an Leid und an Not in Familien, Kindern und anderen Bereichen verursachen, da kann man fast nur weinen. Und da kann man fast nur sagen, Herr, komm bald. Mach end. Das ist ein Wahnsinn. Man schrieb jetzt dieser Tage jemand, gibt es denn überhaupt noch was Positives? Die Ehen fliegen auseinander. Die Gemeinden haben Riesenprobleme. Es gibt Leute, die sind in der Corona-Phase, die haben sich völlig abgehängt. Erst haben sie noch im Internet teilgenommen, dann haben sie sporadisch teilgenommen und jetzt sind sie weg. Also was ist die richtige Reaktion? Die Frage ist, was regiert mich, was beherrscht mich? Oder besser gesagt, wer regiert mich, wer beherrscht mich? Der verfälschte Satz, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Panik, Zorn und Angst untereinander verbreitet, weist uns in der richtigen Version, Johannes 13, Vers 35, in die richtige Richtung. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Tiefes Erbarmen auch mit der gefallenen Welt. Kein überheblicher pharisäischer Stolz. Alarmzeichen rot, wenn wir zunehmend von Hass, Zorn regiert werden, aggressive Wut, frustriert reagieren, stolz, verächtlich gegenüber der Welt sind oder ängstlich wie die Schildkröte den Kopf unterm Panzer begraben, um nichts zu sehen und zu hören. Beides ist nicht richtig. Es gilt, die Herausforderung anzunehmen, offensiv in der Liebe zu reagieren. Ich will lieben und ich will mich diesem System nicht unterwerfen. Der Herr sagt nicht, vergrab dich, wenn es losgeht. Der Herr sagt nicht, rüste auf, wenn es losgeht. Ein paar Cruise Missiles, ein paar Kampfflugzeuge, ein paar Maschinengewehre. Mit der Zunge kann man ja schießen ohne Ende. Er sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf. Ja, wo soll man denn hingucken? Was ist da oben? Die Decke? Der Herr. Wer nur in diese untergehende, chaotisch zunehmend gottlose Welt blickt, der nimmt Schaden. Der wird selber wie die Welt, weil er das anschaut. Und er reagiert wie die Welt. Deswegen hatte die Arche, die hatte keine Fenster links und rechts. Gut, da war der Herr auch gnädig, dass sie das ganze Chaos und den ganzen Untergang nicht ansehen mussten. Aber die hatte nur Fenster nach oben. Wenn die gucken konnten, dann nach oben. Es hat doch einen tiefen Sinn. Man muss fast sagen, sonst hält man es ja nicht mehr aus. Wie in den Tagen Noahs wird es sein. Erhebt eure Häupter,
ach, es geht dir entgegen. Also richtig ist, offensiv in Liebe reagieren, so wie es der Herr sagt. Richtig ist auch, wie Noah es gemacht hat, mit einem Herz der Barmherzigkeit und die Fenster mit Blick nach oben. Und richtig ist es auch, wie David es gemacht hat. Er hat natürlich auch diese Anfechtung und Anfeindung gehabt, dass man ungerecht behandelt wird, dass man Zorn, Missgunst, Neid erlebt, dass man aber auch selber schuldig wird und dann aber entsprechende Replik kriegt und so weiter. Aber wohin damit? Wenn dann dir einer vorbeiläuft, der dich bewusst mal wieder nicht grüßt oder in der Versammlung so stark den Kopf schüttelt, um dir zu zeigen, mit dir bin ich gar nicht einverstanden. Wohin damit, wenn du dann denkst, auweia, dem zahle ich's heim, also fiktiv jetzt, zum Herrn. Schauen Sie, das haben wir damals bei David betrachtet. David und Saul, das war das gleiche Holz. Aber warum ist Saul so unter die Kraft und Macht des Fleisches und der Dämonie gekommen? Weil er sich nie Gott ausgeliefert hat mit all seiner Sünde und all seiner Schwachheit. Das Geheimnis Davids ist nicht, dass er ein besserer Mensch war. Das Geheimnis Davids ist, dass er mit allem zu Gott gegangen ist. Und wenn Sie auf der Autobahn sich aufregen, weil wieder irgendeiner und so weiter oder sonst irgendwie was, ich will lieben. Ich will lieben. Jetzt müssen Sie sagen, das ist ja ein bisschen primitiv. Schauen Sie, das ist biblisch. Der US-amerikanische Pastor Brunson war ja unschuldigerweise, muss man sagen, 2 Jahre in der Türkei im Gefängnis. Und er ist durch große Tiefen gegangen, hat auch nichts groß gespürt. Die Nähe Gottes, das hat ihn noch mehr verzweifelt gemacht. Er hat aber Bücher von Richard Wurmbrand gelesen, zum Beispiel Gefoltert für Christus oder so ähnlich heißt das. Und da hat er gelesen, dass man sich freuen soll und dass man Gott danken soll. Und da hat er gesagt, ich fühle aber überhaupt nichts. Ich habe keine Freude und ich kann auch nicht einmal tanzen, heißt er mal. Wenn sie euch schmähen, so hüpft vor Freude. Und da hat er sich, Sie mögen jetzt drüber lachen, gesagt, nicht nur ich will lieben, ich will barmherzig sein, ich will nicht zornig sein, ich will an der Gnade festhalten. Und jeden Tag hat er sich 5 Minuten freudevollen Tanz verordnet. Nichts gespürt, widerwillig, aber er hat gesagt, das tue ich im Gehorsam. Freut euch in dem Herrn und wiederum will ich sagen, freut euch, das ist keine Sache des Gefühls, da sind wir sofort im Keller, sondern des Willens. Ich will mich freuen, ich will vergeben, ich will treu sein, ich will lieben. In Christus kann ich das. Und da ist wieder der Mensch, der mich so böse anguckt. Ich meine, es sind ja harmlose Dinge an für sich, aber da muss man üben. Was ist erst, wenn sie dir, wenn es richtig ans Eingemachte geht? Ein Bruder, dem sie den 5-Jährigen vor seinen Augen verbrannt haben, weil er die Namen nicht preisgeben wollte. Das ist nicht nur nicht grüßen, nicht achten, nicht ehren, sondern das ist, da kann ich mir vorstellen, was für ein Hass in deinem Herzen kommt. Und wenn du das nicht gleich zu Jesus bringst und wenn du diese unheimliche Macht und Kraft in deinem Herzen nicht gleich der Lichteskraft des Herrn aussetzt, dann wirst du bitter, dann wirst du krank, dann wirst du untergehen, dann wird die Liebe erkalten und dann wird man streitsüchtig, rechthaberisch. Und daran wird man nicht erkennen, dass wir die Jünger Jesu sind. Ich will lieben. Also, ich will schließen. Der Herr sagt, erhebt eure Häupter. Je turbulenter, je chaotischer, je schlimmer es wird, desto näher bin ich. Es geht mir entgegen. Lasst euch nicht in der Liebe erkalten. Bleibt am Feuer des Brennens für mich, indem ihr in meiner Nähe bleibt. Im Wort, in der Gemeinschaft, im Gebet. Und das möge Gott uns schenken. Amen. Wir wollen beten. Vater, du merkst, wie die Verhältnisse auch immer mehr an uns zerren und ziehen. Und dass wir auch in der Gefahr stehen und ihr manchmal schon erlegen sind, zu ermatten, zu ermüden, den Kampf des Glaubens nicht mehr zu führen, uns treiben zu lassen, uns den negativen Gedanken und Gefühlen hinzugeben, unseren Zorn, unsere Rachegedanken zu pflegen, Pläne zu schmieden, wie man sich rächen kann,
Gemeinheiten sich ausdenken. Ach, Herr Jesus, danke, dass du so ganz anders bist, dass du unsere Feindschaft, unseren Zorn, unsere Sünde nicht eins zu eins zurückgezahlt hast, sondern uns in tiefem Erbarmen und Liebe begegnet bist. Und das schenk auch uns, dass wir wirklich deine Kinder, deine Söhne, deine Glieder sind, dass wir gnädig und barmherzig, voller Liebe und voller Huld sind. Danke, dass das möglich ist, weil du in uns lebst. Du lebst anders und wir können anders leben. Es ist möglich in dir. Danke, dass das ein Geschenk von dir ist, auch jetzt sich das vorzunehmen, jeden Tag neu und neu anzufangen. Amen. Wir wollen das Vaterunser jetzt in zwei Teilen singen, den ersten Teil vor dem Segen und den zweiten Teil dann nach dem Segen. Ja, nach dem Segen und dem zweiten Teil des Liedes darf ich Sie nochmal bitten, Platz zu nehmen zu dem Nachspiel. So lasst uns jetzt festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Rise, rise and shine, so hieß die Ouvertüre. Erheben Sie sich und scheinen Sie. Das wünsche ich Ihnen für diese Woche. Gottes Segen. Bis zum Wiedersehen.